Ja. Hallo. Schönen guten Tag. Guten Abend. Montag, oh Gott, 20 Uhr. Stimme tief. Wieder in Bad Homburg im Schärferaum. Schönen guten Tag da draußen. Wir sind back in unserem Wohnzimmer. Wir sind zurück in unserem Wohnzimmer. Und den Weg direkt gefunden, würde ich mal sagen, zumindest. War schon schwierig. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall, sehe ich schon wieder einige Leute im Chat. Den Weg auch wieder hier zurückgefunden. Genau, ich hoffe, ihr habt den Weg auf Twitch wieder gefunden und seid heute wieder dabei. Ich darf alle herzlich begrüßen. Schön, dass ihr wieder oder dass wir alle wieder hier zusammensitzen. Die letzten zwei Wochen waren wir so ein bisschen. Nee, eigentlich die letzten vier Wochen. Das war lange, ne? Fand ich. Mit meinem Urlaub, deinem Urlaub. Ja, okay. Der Urlaub des Schärferaums, von daher. Des Schärferaums. Ja. Sind wir jetzt wieder alle da und ich würde sagen, ready zum Endspurt der Saison. Ich hoffe, dass der Chat, wer aus dem Chat oder sich Urlaub genommen hat, auch einen guten Urlaub. Absolut. Ich hoffe, ihr seid dabei und da auch gleich mal die Aufforderung wieder daraus an euch. Schreibt uns eure Fragen zu unserem Spiel, zu der weiteren Saison in den Chat, damit wir darauf eingehen können. Hanna ist heute wieder am Laptop unterwegs und hat euch im Blick. Wir werden heute über den vergangenen Spieltag reden, nicht nur was bei uns in Frankfurt passiert ist, sondern auch ligaübergreifend. Wir werden dann einen kleinen Ausblick auf nächste Woche und auf die nächsten Wochen werfen. Genau. Reden über, wie das Playoff-Picture. Es könnte so sein und wie wird es. Und wir werden so ein bisschen in die Glaskugel schauen. Und dann gucken wir. Lieblingsobst und Lieblingsdino bitte. Ja, okay. Ja. Da kommen wir müssen wir jetzt leider zur traurigen Nachricht kommen. Ja, wir hatten heute unseren Running Back, Sam Shannon, eigentlich zu Gast bei uns. Ja. Und das auch remote. Ja, und das Problem ist einfach, dass bei Sam das Internet ausgefallen ist. Und dementsprechend haben wir ihn leider nicht zu Gast. Wir werden aber trotzdem ein bisschen auf Sam eingehen, über seine Leistung sprechen, über seinen Weg sprechen. Ja, ist tatsächlich schade und ich hoffe, wir kriegen irgendwie auch nochmal die Gelegenheit, ihn hier ein bisschen näher zu beleuchten und uns persönlich mit ihm zu unterhalten. Wortwörtlich ist sehr hell heute hier. Es ist irgendwie sehr, sehr hell, obwohl ich im Bild sehe, dass Charlie irgendwie im Dunkeln sitzt, habe ich das Gefühl. Das stimmt. Deine Haare sieht man gar nicht. Als ob ich nur eine Seite habe. Das ist lustig. Aber gut. Hey, dann. Nach der Sommerpause. Das ist aber auch so ein bisschen mit der Sonne draußen. Das ist ein bisschen anders jetzt. Ja, es ist anders. Dann, lasst uns doch mal einsteigen und lasst uns über unseren Spieltag, würde ich sagen, erstmal sprechen. Und in gewohnter Manier fangen wir auf der Powerparty an. Powerparty. Mit welchem? Erzähl. Was wollen wir auf der Powerparty anfangen? Du musst mir erzählen, was auf der Powerparty los war, weil ich kriege es leider nicht mit, weil ich mich mit anderen Sachen beschäftigen muss. Da seid ihr zwei die Experten für. Ja, aber waren eigentlich gestern die ganzen Interviews? Ich war zu warm, ha? Ich weiß nicht. Erzähl's mir. Was war auf der Powerparty los oder was war nicht auf der Powerparty los? Ja. Also ich kann auf jeden Fall sagen, ich war zum ersten Mal pünktlich auf der Powerparty. Also sonst war ich immer so 5 bis 10 Minuten, 10 bis 30, immer zu spät da. Diesmal war ich 30 Minuten vorher da. Hab direkt das mal aufgebaut und hab trotzdem relativ wenig. Hast du uns keinen Kaffee gebracht? Das ist korrekt, weil ich dachte, ihr wart schon frühstücken. Wir haben gar nicht, beim frühen Game Days frühstücken wir nicht, weil Siehst du, was hättest du damit machen? Da müssten wir ja um 7 Uhr, im Stadion sein müssen, deswegen, das fällt dann immer aus. Siehst du, direkt mitgedacht, keinen Kaffee mitgebracht. Ja. So bin ich halt. Ha, läuft. Netter Kerl. Ja, wissen wir doch. Top. Ansonsten, wir hatten wieder viele Leute beim Schminken da. Wir hatten ich weiß gar nicht, wie heißt die Band? All In. Ah, das weiß ich sogar. Ja, siehst du. So viel, du weißt nichts vom. Ich habe sie bei beim Soundcheck gehört, weil wir sitzen immer ein bisschen früher Office. Ja, im Office. Genau. Und bereiten noch so die letzten Sachen vor. Und da haben sie ihren Soundcheck gehabt. Ja. Wild. Schön. Hört sich gut an. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich glaube, das ist eine Band. Ist eine Band tatsächlich, super. Ja.
Ja. Ich glaube tatsächlich, das ist ein Band. Ja, ja, ich liebe es, wenn ich ausspreche. Die Sonne war gestern vorhanden. Oh. Genau. Jetzt bin ich ein bisschen raus. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, eine Band, die ganz gut zur Powerparty und sonst was. Es gab auch gerade schon Feedback im Chat, dass die Fans die Band sehr cool finden. Ja. Leider war das zweite Mal, glaube ich, dass sie diese Saison bei uns waren, richtig? Das dritte Mal sogar. Sie selber meinten, es war das dritte Mal. Also ich habe sie einmal in der Halbzeit sind sie einmal aufgetreten. Ne? Da habe ich sie, glaube ich, bewusst einmal gesehen. Ja. Und jetzt beim Soundcheck. Also zweimal Powerparty habe ich mitgekriegt, dreimal nicht, aber ist Frankie ein Dinosaurier oder ein Drache? Ja, jetzt müssen wir über Frankie reden, weil ich habe eben schon, bevor du vergisst deine Aufzählung der Powerparty bitte nicht, aber ich sehe gerade, der Chat beschäftigt sich tatsächlich sehr mit Frankie. Weil Frankie ist ja jetzt, ich habe es in den Reels danach gesehen jetzt, am Sonntag quasi neu enthüllt worden. Ist das richtig? Ja. Auf der Powerparty? Ja, der hatte sein großes Coming Out. Coming out. Er Comeback. So. Wolltest du sagen Comeback? Nee. Also jetzt, wenn wir über Coming Out reden, ist auch eine Frage. So, sein Coming Out als Drache oder Dino. Genau, das wollte ich jetzt auch sagen, weil das habe ich nämlich gesehen eben gerade. Das war die Frage, ist er ein Drache oder ein Dino? In der Historie ist Frankie, glaube ich, ein Dino. Ja, ich hätte jetzt auch gesagt. Aber hier ich habe so Hörner. Ich weiß nicht, waren das Hörner? Wie heißt der Dino jetzt mit hier diesen Stacheln? Du meinst einen Triceratops? Ja, genau. Ist er jetzt das? Beim Triceratops gehen die nach vorne. Ja, dann ist er halt irgendwie ein... Also ich würde einfach sagen, er ist und bleibt ein Dino. Ich meine, es ist Frankie. Jünger, größer, dünner, aber es ist Frankie. Und damit... wüsste jetzt nicht, dass er sich vom Wesen her hätte neu identifiziert. Frankie hatte gestern das Comeback auf der Powerparty für die, mein Gott, die gestern da waren oder auch die nicht da waren und hatte ein Reveal-Auftritt mit den Galaxy Dancern. So, deswegen habe ich mit Coming Out, weil, keine Ahnung. Du musst es jetzt nicht rechtfertigen. Ihr wisst, was ich meine. Und hier war gerade schon ein Kommentar, dass jemand dann die Salsa-Party cool fand. Genau, das war gestern die kleine Show-Einlage. Also Frankie hat tatsächlich mit euch die Woche geprobt. Ja, und war auch Sonntag früh schon früh da und hat nochmal mit uns ein paar Durchläufe im Schatten gemacht, weil das war ja sehr warm, wie wir alle wissen. Aber Respekt dafür, ganz ehrlich. Egal, wer drunter steckt, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, wer drunter steckt. Die meisten wissen es wahrscheinlich, aber ich glaube, es bleibt ein Geheimnis. Ja, eigentlich schon. In der Regel eigentlich. Also Hut ab vor der Leistung, weil ich glaube, unter diesem Kostüm ist es einfach brutalst heiß. Ja, ich glaube, da macht auch so ein kleiner, also diese Maskottchen-Kostüme haben ja ab und zu mal so kleine, wenn die kein aktives Kühlsystem haben, haben die ja so nur so einen kleinen Fan oder sowas da drin. Oh, das reicht ja nicht aus. Also. Da ist doch hier ein Bildchen. Sind wir doch mit den Mädels. Ich habe mal wieder die Augen zu auf dem Foto, aber naja. weil auch jemand schrieb, dass sich das Frankie-Kostüm mehrere Leute teilen. Nein, da hat gestern eine Person drin gesteckt. Also. Und Respekt. Das wird auch in Zukunft, soweit ich weiß, eine Person sein. Also. Respekt. Das ist echt hartes Durchhalten. Und nicht nur auf der Bühne, er hatte auch an der Sideline, glaube ich, schon mit euch getanzt. Ja, an der Sideline auch. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es vor Block E. Und es war auch ganz schön. Ach nee, in der ersten Halbzeit war er, glaube ich, auch kurz drüben in der Sonne auf der Gegentribüne. Ja, auf jeden Fall. Aber dann kommen wir gleich, glaube ich, zum nächsten großen Thema von gestern. Die Sonne. Oh, die Sonne, ja. Die war schon auf der Powerparty, viele Leute tatsächlich, der Endgegner war. Und also ich habe vieles gehört von der Gegentribüne, da muss er die ganze Zeit reingeballert haben. Mhm. Ja, du hast gesehen tatsächlich, dass die Leute dann irgendwann aus den unteren Rängen nach oben gegangen sind und haben da gestanden, weil sie da ein bisschen im Schatten stehen konnten. Ja, ja. ja meine Stimme ist einfach ein bisschen angeschlagen, deswegen versuche ich ein bisschen leiser zu reden. Ja, dann erzähl doch einfach nochmal ein bisschen. Ja, dann wird es besser, genau. Stimmt. Ja, genau. Solange du noch kannst.
Was gab es noch auf der Power Party? Ich habe jetzt gehört, es gab viele Leute, die sich geschminkt haben. Ja, es das gab, war aber auch mehr, Frankie. Das war auch mehr Versuch des Schminkens, beziehungsweise das Farbe im Gesicht behaltens. Also ich glaube, ich habe mich zweimal nachgeschminkt. Okay. Und es ist trotzdem alles verlaufen. Also deswegen da auch wieder der Weg. Und du hast halt auch wieder die Leute gesehen, die alle in den Schatten gegangen sind. Aber es waren auch noch einige Schirme tatsächlich aufgespannt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Und allem fand ich das war echt eigentlich eine ganz schöne Party. Soweit. Die Power Party fand ich war auch eigentlich recht voll dafür, dass es ja schon um 10 Uhr losging. Also man muss auch zur gesamten Zuschauerzahl sagen. Ja. Also dafür, dass immer noch Sommerferien sind, ja. Ja. Dass es in Anführungszeichen, ich sag mal, kein Top-Gegner war. Sind so eine Hitze und so brutal heiß. 5200, ich glaube 69 Zuschauer. Ja, sowas. Schon ordentlich. Also, ne, ich kann mich an letztes Jahr erinnern, da waren teilweise bei vergleichbaren Spielen deutlich weniger Zuschauer im Stadion. Also von daher, ja. Vielen Dank für euer Kommen. Also Respekt an euch, dass ihr es auch durchgehalten habt. Ja. Und von meiner Seite auch Respekt an euch als Cheers. Fand ich, also ihr seid ja auch da die ganze Zeit unterwegs gewesen und dann auch noch mit, ich tanze auch noch ernsthaft. Ja. Also ich muss auch sagen, es war gestern, ich glaube, wir sind alle bei uns im Team gestern sehr an unsere Grenzen gekommen. Wir standen ja auch wirklich 3 Quarter in der prallen Sonne. Ja. Ich habe es eben schon in den Chat geschrieben, ich habe 3-mal nachgecremt und ich habe mich trotzdem verbrannt, nur leicht. Aber es ist halt, irgendwann bringt es auch nicht so mit dem Eincremen, weil du schwitzt halt leider alles auch wieder runter. Und wir haben Gott sei Dank immer zwischendurch ein bisschen Pause machen können, uns dann kurz vorne, da haben vielleicht ein paar Fans gesehen, saßen wir dann vor den Fans und haben irgendwie kurz was getrunken und uns kurz hingesetzt, Traubenzucker gegessen, so damit das irgendwie, das war ziemlich heftig. Aber ich glaube, wir haben trotzdem ziemlich alles gestern gegeben. Ich glaube oder hoffe, das hat man auch gesehen. Und das Schwierigste war noch fast in der Halbzeit das Umziehen. Vom einen Kostüm ins nächste war nicht so einfach. Ja, ich glaube, der Chat hat es eben auch gesagt, man muss, glaube ich, zu dem gestrigen Spieltag irgendwie alle beglückwünschen und muss einen Hut vorziehen. Jetzt angefangen bei, keine Ahnung, den Volunteers. Ganz, ganz großes Ding. Die stehen morgens um 7 auf der Matte und haben den ganzen Tag durchgeackert. Als ich gestern dann zum Auto gegangen bin, habe ich noch Volunteers gesehen, die Banner eingeräumt haben, etc. Ja. etc. Ja. Also von daher auch vielen, vielen Dank und großen Respekt an alle irgendwie, die an so einem Spieltag beteiligt sind. Ja, ja, ich habe heute noch die Info bekommen, es waren zum Schluss irgendwie noch um die 7 Stück oder was an Volunteers, die bis spätabends dann noch geräumt haben. Also da kann man tatsächlich nicht Respekt. Oft genug auch Danke sagen. Alle, die dazugehört haben, ihr als Dance-Team, dann habt ihr ja noch ein Stunt-Team, die auch performt haben. Was mir aufgefallen ist, als ich dann auf meinen Arbeitsplatz gegangen bin, habt ihr diesmal euren Anheizversuch vor der Tribüne gemacht und nicht aus eurem Block. Wie kam das dann unten an? Stimmungstechnisch. Ich weiß nicht genau, wie es auf der Bühne ankommt, da ich ja unten stand. Wir wurden gefragt, das kann man vielleicht auch einfach mal in den Chat fragen, wie ihr das empfandet, ob das eine angenehmere Art und Weise ist, das I Believe zu hören oder ob das tatsächlich aus dem Block angenehmer für euch ist. Oder ob ihr aufs Feld müsst, so wie die Cheers auch. Ja, dazu habe ich direkt eine Rückmeldung. Ja. Okay. Nee, man sieht dich, finde ich, halt auf der Tribüne besser. Ja. Und wir dachten, du gehst aufs Feld. Woran, also was auch immer da jetzt, ist ja auch egal, aber ich glaube, vom Feld aus würde man dich besser sehen. Oder halt doch aus der Tribüne, weil dort, wo du warst, als ich dich gesucht habe, habe ich dich doch nicht gefunden. Und du bist ja jetzt nicht gerade unauffällig. So gut geschminkt. Und wobei du deinen hoch angepriesenen neuen Rock nicht anhattest. Ja, den hatte ich hoch angepriesen. Und da hat sich meine Augen haben sich da mal wieder geirrt, was das Lieferdatum anbelangt. Du wolltest nur den Spannungsbogen aufrechterhalten und hätte ein bisschen steigern, ne? Tatsächlich hätte ich ganz gerne den neuen Rock gehabt, besonders bei den Temperaturen. Aber wir hoffen einfach stark aufs nächste Mal. Wurden angesprochen.
ob wir das entsprechend, ja, ich sag's mal, auf dem Feld, am Feld machen wollten und ja, haben das gemacht. Aber ich würde sagen. Also ich würde sagen tatsächlich, dass auf dem Feld das noch ein bisschen besser rüberkommen würde. Weil die Gegengrade, ich glaube, die hat das gar nicht so mitbekommen. Ja. Vielleicht sieht, wenn du nämlich im Block stehst, dann sehen sie das vielleicht. Aber jetzt, wo du gestanden hast, und das war ja kurz war hinter vor... hinter den Spielern, die alle größer sind. Und kurz vor der Tribüne, vom Eingang, vom Tunnel. Ja. Ich glaube tatsächlich, wenn man euch mitten aufs Feld stellt, kommt das nochmal viel besser. Ja, ich würde sagen, ein Heimspiel haben wir ja noch. Und haben wir eindeutig Verbesserungspotenzial erkannt. Dann ansonsten, let's go, weil wir haben ja noch jetzt Minimum ein Highlight für die Saison zu Hause. Minimum. Dann können wir das als Verbesserungsvorschlag einfach mal mitnehmen. Da ist direkt passende Frage zum Thema Highlight. Ist für euch das Heimspiel gegen Rheinfeier das Highlight der regulären Saison? Gute Frage. Das kann ich euch fragen, wie schön. Willst du es aus Fansicht als erstes beantworten? Ich glaube, ich bin vielleicht auch der falsche Fan dafür. Ich muss nämlich tatsächlich sagen, für mich ist Rheinfeier kein Highlight. Es ist wichtig, es hat eine Wichtigkeit, aber als Highlight würde ich auch sagen, muss mir das Spiel auch Spaß machen. Und ich bin bei Spielen gegen Rheinfeier meistens bei mir im Kopf und bin einfach zu sehr fokussiert auf das Spiel, als dass ich sagen kann, ich kann das vollends, ohne dass mir halt alles egal ist, wirklich auch genießen. Weil da ist dann Herzblut dabei, da ist dann Stimmung dabei, da ist dann der unbedingte Wille zum Sieg tatsächlich auch dabei. Und das ist für mich eine gewisse Art von Stress einfach auch, die mich das dann nicht hundertprozentig genießen heißt. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, das wichtigste Spiel, das wir bei uns zu Hause haben. Und für einige bei uns auf jeden Fall wird das ein Highlight-Spiel sein. Ganz klar. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Ja, ich denke, es sind auch gemischte Gefühle. Wir freuen uns natürlich sehr darauf, weil die Düsseldorf-Cheers, die Rheinfeier-Mädels, auch wieder kommen, uns besuchen kommen. Wir waren ja auch in Düsseldorf zum ersten Spiel dort. Da freuen wir uns natürlich drauf, haben aber auch sehr viel Respekt vor den Mädels, weil sie natürlich auch ein sehr, sehr starkes Team sind. Und aber haben mit denen ja auch so wie mit Köln so eine Cheer-Freundschaft, das ist eigentlich immer ganz cool. Aber ich denke auch, es ist so ein bisschen, man hat Angst, wie das Spiel ausgeht. Und klar ist die Stimmung im Stadion dann vielleicht nicht so gut, wenn es nicht so für uns läuft, was natürlich dann für uns schade ist, weil wir haben natürlich jetzt auch keine gute Laune, sag ich mal, wenn wir verlieren sind. Was wir natürlich nicht hoffen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, wie voll das Stadion wird. Weil ich denke, da werden wir nochmal einen Rekord knacken. Also Sitzplätze sind ja bereits ausverkauft. Genau. Das heißt, für die Leute da draußen, die noch Tickets haben wollen, Stehplatzkarten. Und es ist tatsächlich so, dass auch die andere Seite Stehplätze aufgemacht wird. Okay. Weil die Stehplätze dementsprechend auch schon ganz gut gebucht sind. Ja. Und die andere Seite wird tatsächlich auch aufgemacht. Ja, ich denke, für uns sicherlich, die Atmosphäre wird ein Highlight sein. Ja. Wir dürfen aber trotzdem als Mannschaft jetzt nicht den Fehler machen, jetzt nur an Rheinfeier zu denken, weil letztendlich spielen wir am Wochenende in Hamburg. Ja. Und wir haben ja so den Mindset, dass wir Game after Game denken und uns tatsächlich noch nicht mit Rheinfeier beschäftigen. Wir wissen, dass Stand jetzt Rheinfeier das Maß aller Dinge ist. Ja. Man muss sich die Dominanz einfach mal anschauen, da kann man nichts wegdiskutieren. Nee. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir eine reelle Chance haben, ganz klar. Wir haben das erste Spiel dort verdient verloren, mit analysierten Fehlern. Da wissen wir, was wir verbessern müssen. Aber natürlich ist es ein Highlight. Frankfurt gegen Rheinfeier ist schon immer was Besonderes. Ja. Und wenn man sich überlegt, welche Brisanz dieses Spiel auch hat, es geht hoffentlich in diesem Spiel dann auch noch um den Conference
Titel, Champions-Titel, ja. Natürlich, es ist dann irgendwo auch ein Highlight. Ja. Aber die ganze Saison bestand irgendwie aus Highlights. Ja. Wir haben genug enge Spiele und besondere Spiele gehabt. Wir haben Spiele gehabt, wo wir als Trainer gesehen haben, wow, wir funktionieren als Mannschaft, das schweißt zusammen. Wir hatten wunderschöne Reisen zusammen. Also, ja, das ist definitiv. Macht Spaß. Ja. Aber dann würde ich sagen, wollen wir dann zum jetzigen Spiel kommen? Oder wollen wir... Ich glaube, wir wollen einfach jetzt mal ganz kurz oder über den Rest der Liga schauen. Ja. Wir haben ja letzte Woche auch getippt, da können wir mal ein bisschen gucken, wer hat... Hat sich das irgendjemand aufgeschrieben? Werte? Ja, wir kriegen es irgendwie bestimmt noch zusammen, oder? Kriegen wir hin. Fangen wir an. Was wir auf jeden Fall, was ich auch ziemlich cool fand, was auch gerade schon im Chat war, dass die Milano-Spieler am Ende noch eine Runde gedreht haben im Stadion. Obwohl sie ja verloren haben und es gibt viele Teams, die sind ja dann immer ein bisschen schlecht gelaunt, was ja irgendwie auch verständlich ist und manchmal auch ein bisschen pissig und unfreundlich, auch uns Cheers gegenüber, muss man sagen. Ist das so? Weil ich habe so das Gefühl, also korrigiert mich, ne? Wie gesagt, kriegt da ein bisschen wenig mit, aber ich dachte, dass das fast jede Auswärtsmannschaft gemacht hat? Nee, machen die nie. Ganz, ganz rumgehen ins Publikum, also am Publikum vorbei und abklatschen. Das hat also kein sehr, Team gemacht. Sehr, sehr selten. Ich sag mal, Nadine, ich glaube, heute ist sie woanders und guckt heute mal nicht zu. Ist aber tatsächlich auch nochmal vor dem Spiel zu den Spielern von Mailand gegangen und hat da auch nochmal explizit gesagt, dass sie doch bitte einmal rumkommen sollen zum eben Abklatschen. Ach echt, okay. Und das macht sie tatsächlich auch mit jeder Heimmannschaft. Also bei den Spielern, an die man rankommt, bei den Deutschen kann man die noch, können die noch anbrüllen, sodass sie es mitbekommen. Es wird natürlich dann schwerer, wenn sie dann Italienisch sprechen oder Französisch oder. Und wir versuchen es aber tatsächlich, sie immer wieder dazu zu bekommen, zumindest eben noch ein bisschen abzuklatschen. Das macht aber, wie Hanna schon gesagt hat, nicht so viele Teams. Diese Saison habe ich, glaube ich, noch keinen gesehen, der das gemacht hat. Okay. Also komplett rum, glaube ich, gar nicht. Ich habe das Ende des Spiels, muss ich auch ganz ehrlich sagen, nicht mitbekommen. Da hatten wir einen Zwischenfall bei uns, daher konnte ich da nicht mitgucken. Aber ja. Nadine ist Fanfreundschafts-MVP. Das würde ich so unterschreiben, definitiv. Und da versuchen wir den Spielern auf jeden Fall immer noch einfach Respekt oder mitzugeben oder freuen uns einfach, dass sie da waren. Sehr gut. Dann damit. Lasst uns über die Woche 12 reden. Genau. Wir hatten das Spiel Berlin Thunder zu Gast in Breslau. Ja. Score 15-12 für die Heimmannschaft. Nach verrückten letzten Minuten. Ich weiß nicht, habt ihr das Spiel gesehen? Leider nicht. Das ist das Spiel, das ich glaube ich. Ja, also es stand 12-12 mit einer Minute 40 auf der Uhr. Die Panther hatten den Ball. Turnover mit dem Punt. Berlin hat den Ball bekommen. Three and out. Die Panther haben wieder den Ball bekommen. Interception. Return bis kurz vor, ich glaube, es war die Panther 40-Yard-Linie. Ja. Interception. Oh nein. Return bis kurz vor die Endzone. Und dann mit auslaufender Uhr schießen die Panther das Field Goal zum Sieg. Ja, sehr geil. Und das in so einem bedeutenden Spiel. Wollte ich gerade sagen. Brutal. Also tatsächlich haben sich da die letzten paar Minuten Zuschauen gelohnt. Und? Wer hat es richtig getippt? Ich war nicht da. Ich habe auf die Panther getippt. Ich weiß gar nicht, auf wen ich getippt habe tatsächlich. Wir müssen es aufschreiben. Wir müssen es aufschreiben. Gut, bringt jetzt in dieser Saison jetzt nicht mehr, aber da haben wir was für nächste Saison auf jeden Fall. Absolut, müssen wir ein kleines Tippspiel draus machen. Ja, zumindest, weiß nicht, Moderatoren gegen Gäste. Genau, sowas ähnliches. Also von mir zumindest gefühlt, so wie ich getippt habe, ich tippe meistens, glaube ich, für nicht deutsche Teams.
außer es gibt einen taktischen Grund, weswegen ich mag oder ich mag die Teams. Aber eigentlich tippe ich immer gegen nicht. Weil man muss ja trotzdem dazu sagen, wir haben 8 deutsche Teams. Und ich finde es immer ganz gut. Vor allen Dingen, ich mag die Panthers und vor allen Dingen die Fans der Panthers. Und da bin ich immer froh, wenn sie gewinnen. Und wenn sie zu Hause gegen Berlin gewinnen und sich damit aktuell als Wildcard positioniert haben und Berlin aus diesem Spot rausgedrängt haben, finde ich das sehr respektabel. Und freue mich tatsächlich auch für sie. Ich weiß jetzt weder von Berlin noch von den Panthers die restlichen Schedules. Können wir uns später angucken, weil das in der Conference, das wird am spannendsten. Okay. Wer da noch in die Playoffs reinrutscht. Beide Mannschaften haben noch tatsächlich die Möglichkeit. Oh ja. Und wahrscheinlich so, wie es im Moment aussieht, Stand jetzt für uns in der ersten Playoff-Runde, in der potenziellen ersten Playoff-Runde, keine Gegner dabei. Aber vielleicht dann irgendwie für uns doch das Zünglein an der Waage, wo wir in einem potenziellen Halbfinale hinfahren könnten. Also lass uns später nochmal über das Playoff-Picture sprechen und dann können wir schon mal ein bisschen so in die Glaskugel gucken. Wollte ich gerade sagen. Mit Wenn und Aber. Das klingt aber nach einer großen Glaskugel. Ist tatsächlich so. Aber es ist ja schön, dass die Liga bis Ende der Regular Season so spannend ist und man jetzt noch nicht weiß, okay, die und die und die fahren dahin. Von daher, ja, ist doch nicht schlecht. Ein paar Tendenzen gibt es ja, es reicht ja auch. Genau. Dann haben die Prag Lions bei den Anthroners gespielt. Da wurde das Heimrecht getauscht. Genau. Und tatsächlich haben sie in Ferivan gespielt. Ja. Und die Anthroners gewinnen ihr erstes Heimspiel, 19-3. Wollte ich ja sagen, aber auch ziemlich deutlich. Ja. Freut das total, weil man auch gesehen hat, dass die Jungs Football spielen können. Gerade in der Defense haben sie auch gegen uns eine sehr, sehr solide Leistung gezeigt. Und mich freut es einfach. Ja, auf jeden Fall. Also auch ähnliche Geschichte wie mit den Fans aus Breslau waren auch die Fans in Verherber einfach super nett zu uns. Wir konnten auch super uns mit denen unterhalten. Es war super da. Mitten auf der Wiese, schönes kleines Footballstadion hingebaut. Ja, aber es funktioniert, it works. Super. So, und da freue ich mich für sie. Unglaublich, dass sie da jetzt ihren ersten Heimsieg mitgenommen haben. Fand ich sehr schön. Absolut. Die Tirol Raiders waren zu Gast in Wien. Und Wien setzt sich in dem österreichischen Duell 13-7 durch. Knapp. Knappes Spiel. Als Heimmannschaft. Knappes Spiel. Zeigt, wie stark aus meiner Sicht Tirol trotz Wechsel Quarterback und was Running Back oder Receiver? Receiver war. Receiver. Die hatten echt immer noch, wie stark die sind. Ja, definitiv. Und das ist das ist sehr respektabel. Aber es zeigt auch, wie stark Wien ist, weil Wien zeigt auch, dass sie in knappen Spielen am längeren Hebel sitzen. Aber von Wien würde ich es eher erwarten als von Tirol. So eine Leistung, muss ich ganz ehrlich gestehen. Besonders wenn ich zu Hause spiele, meine Fans da habe, meine gewohnte Umgebung habe, keine Anreise habe, unabhängig davon, wie viele Stunden das tatsächlich auch sind. Aber das ist für mich so ein Punkt, als amtierender Champion da rauszugehen, würde ich erwarten, tatsächlich. Und als ungeschlagen immer noch da rauszugehen, das würde ich tatsächlich erwarten. Aber interessant, gerade für uns, gerade Tirol und auch vielleicht eventuell Wien, sehen wir vielleicht in naher Zukunft auch. Relativ deutlich war es in Barcelona. Gut. Die Stuttgart Surge gewinnen 31-22 in Barcelona. Ich glaube, sie war auch wieder vertreten. Ja. Aber echt gut zugelegt, Stuttgart dieses Jahr. Ja, absolut. Haben einen kleinen Dämpfer erhalten. Das war sogar gegen Tirol. Nee, gegen München war es. Nee, gegen München. Aber gegen jetzt München? Spielen sie am Wochenende in Tirol. Ja, das wird... Ich glaube, da wird jemand... ein spannendes Spiel. Das wird ein sehr spannendes Spiel. Die sind sogar in derselben Conference. Sie sind in derselben Conference und da geht es um einiges. Wir können später uns die Standings angucken und genau das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Das wird heiß. Da kann sich einiges für uns auch drehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann hatten wir
Die Paris Musketeers in Hamburg. Das Spiel ging 29-19 für Paris aus. Die erste Heimniederlage. Das hat mich auch überrascht, ich habe es getippt. Das kann sein. Bist du gut. Ja. Erste Heimniederlage in der Saison für Hamburg. Ja. Nächste Woche folgt. Erste Frage, warum hast du das getippt? Glaskugel. Du siehst, nein, in meinen Augen siehst du eine stetige Entwicklung bei Paris. Ja. Vor der Saison habe ich auch gesagt, oder das haben ganz viele andere auch gesagt, Paris hat vom Papier her eine Top-5-Mannschaft. Ja. Da war es einfach die Frage, bekommen sie es schon zusammen auf den Platz? Mhm. Können sie schnell eine Mannschaft formen? Ja. Und so langsam entwickelt sich dort was. Ja, Das hat man auch gegen uns gesehen. Ja, die Mannschaft war in jedem Teil der Mannschaft richtig gut. Ich glaube, es war auch die einzige Mannschaft, die Ryan Fire wirklich zumindest mal auf ein Knie runtergebracht hat. Ja, das war auch nicht so deutlich. Da, ich meine, München hat es eine Halbzeit in Duisburg geschafft. Sie haben es jetzt für ein Quarter ungefähr geschafft. Ja. Aber tatsächlich hat Paris sie auch vor Probleme gestellt. Ja. Und jeder, der unser Spiel gesehen hat in Paris, weiß, dass die Jungs es wirklich auch drauf haben, dass sie tatsächlich auf allen Positionen gut besetzt sind. Und wenn Paris so weiterarbeitet, wird tatsächlich, ja, ist in den nächsten Jahren, werden wir viel von Paris noch hören. Ja, ich glaube auch, das könnte noch spannend werden in der Zukunft. So wie München war auch gerade Thema im Chat. Kommen wir sicherlich gleich dazu. München gegen Ravens gegen Rheinfeier. Ja, relativ deutliches Ergebnis. Sah in der ersten Halbzeit wirklich ganz anders aus. In der ersten Halbzeit, besonders im ersten Quarter, da hat München wirklich gut mitgespielt. Shoutout Marvin, sehr gutes Spiel. Wir vermissen dich immer noch. Wollte gerade sagen. Tatsächlich, Rheinfeier hat dann einfach gezeigt, dass sie nochmal eine Schippe drauflegen können. Sehr, sehr leid tut mir die Verletzung von Anthony. Ist irgendwie auf dem Boden liegen geblieben, ohne große Einwirkung. Mahungo. Oh, okay. Hatte dann das Knie dick bandagiert. Oh. Ich hoffe, da ist nichts Schlimmes, weil das möchte man. Er ist mit der talentierteste und beste Receiver in Europa und es tut dann immer weh, so jemanden an der Sideline verletzt zu sehen. Also auch da Shoutout an dich, Anthony. Ich hoffe, dass du schnell wieder auf dem Platz stehst und wir dich in 2 Wochen in Frankfurt auch spielen sehen. Und unser Ex-Center Jocke hat es ein kleines bisschen übertrieben und wurde disqualifiziert. Ich weiß nicht, was er da angestellt hat. Also, mal schauen, ob er da gesperrt wird. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was die Liga da entscheidet. Wie ist es grundsätzlich? Also Sperren werden nach dem Spiel ausgesprochen? Oder? Tatsächlich bekommt man offizielles Schreiben der Liga, okay, in der dann die Strafe für den Spieler mitgeteilt wird. Okay. Es werden sich da Videobilder angeguckt. Es wird natürlich schreibt der Schiedsrichter einen Spielbericht. Ja. Dann entscheidet am Ende des Tages die Liga, was passiert. Auch spannend. Also da auf jeden Fall noch alles offen. Also gemessen an den Spieltagsstrafen kann man es eindeutig nicht sagen. Nein, also es hieß mal, oder es gibt mal, dass zum Beispiel 2 Personal Fouls ein Spiel Sperre nach sich ziehen, aber das ist dann halt wieder so ein Thema wie, was hat der Spieler gemacht? Ja. Etc. Ja. Okay. Hat er jetzt einen Schiedsrichter beleidigt? Ich glaube, da greift die Liga hart durch oder hat einen Gegenspieler beleidigt, dann wird da, wird es eine längere Sperre geben. Mhm. Ja. Wenn es, als dass es irgendwie ein Foul aus dem Spiel heraus ist. Ja, okay. Von daher müssen wir mal schauen. So. Aber ich sehe schon gerade im Chat, Mahungu ist wohl wieder zumindest ein bisschen rumgelaufen in der Sideline. Ja. Ja, dann wünsche mir alles Gute. Wie gesagt, ich hoffe für ihn, dass es wirklich nichts Schlimmes ist und dass wir ihn auf, am Spiel auch sehen, weil
für ihn wird mich wirklich traurig stimmen, Anthony nicht irgendwie spielen zu sehen. Guter Junge. Auf dem Feld und aber auch neben dem Feld. Also von daher. Ja. Kommen wir zu unserem Spiel, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, ist okay. Ein bisschen, glaube ich. Erzählt mir doch mal ein paar Eindrücke. Wie fandet ihr das Spiel? Endlich konnte ich mal Konfetti schießen wie ein Großer. Du hast Konfetti geschossen? Natürlich, ich schieße immer Konfetti. Also falls irgendjemand fragt, ich habe keine Konfettikanone oder sowas. Nur offiziell habe ich keine Konfettikanone. Inoffiziell habe ich endlich mal wieder Konfetti geschossen. Entschuldigung an die Leute, die es sauber machen müssen. Well, happens. Aber ich habe mich gefreut. Und wann schieße ich Konfetti? Jedes Mal, wenn Touchdown geschieht. Da hast du reichlich geschossen. Ja. 53-14 war der Final Score. Ja. Nicht schlecht. Erzähl mal deine Eindrücke, bevor wir ins Video einsteigen und so ein bisschen über Statistiken sprechen. Meine Eindrücke. Run durch die Mitte hat funktioniert. Fand ich sehr gut. Jacob ist gelaufen. Ohne irgendjemanden zu nahe treten zu wollen. Aber das ist... Ich habe mich super gefreut, ihn wieder so performen zu sehen, wie man ihn kannte. Das hat mich, da war ich sehr, sehr froh, auch wieder diese Agilität zu haben. Das war, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt Dinge dabei waren, die zu riskant waren oder nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall für seine beiden, nennt man Rushing Touchdowns, müsste zu Rushing Touchdowns zählen. Einmal für 7 Yards, einmal für 27. Ja, das finde ich, vor allen Dingen müsste der für 27 gewesen sein, wo er sich nochmal 1 Yards vor der Endzone den Touchdown nicht hat nehmen lassen. Fand ich sehr schön. Schöner Spin-Move, ja. Auf jeden Fall. Das fand ich sehr gut, es hat Spaß gemacht. Ich habe tatsächlich schon mal so ein bisschen in den Spielbericht reingeguckt. Mich hat es ein bisschen gewundert, weil ich die letzten Touchdowns, wie gesagt, nicht mitbekommen habe, dass Reese keine Touchdowns hatte. Dafür aber wieder Lawrence. Das heißt, auch wieder gezeigt, was ja während der Saison, zumindest auf der Touchdown-Ebene, nicht so der Fall war, dass da das Können halt einfach immer noch da ist und das auch immer noch abgerufen wird. Von daher auch sehr, sehr schön wieder das zu sehen. Lars hat im Fallen noch einen Touchdown zu Lawrence geworfen. Ja. Okay. Da spricht der Coach aus mir so ein bisschen. Da darf der Coach hin. Du hast mich nach meiner Fanmeinung gefragt. Können wir gleich im Video so ein bisschen wir drauf eingehen. Wir fanden es schön. Ihr fandet es super. Ich mein, also, tatsächlich. Ich habe es nicht gesehen, tatsächlich. Aber. Tatsächlich, Hut ab. Aber lass uns später nochmal im Video drüber sprechen. Können wir gerne machen. Ich weiß nur, dass ich in den Katakomben des Stadions war, irgendwas gehört habe und dann einfach, dadurch, dass ich nicht mehr rausgehen konnte, nur noch aufs Handy geguckt habe und dann das Replay gesehen habe. Und das hat mich gefreut. Ich fand das gut. Und das glaube ich so zu meiner. Ich fand es gut. Wir haben Ryan auch entsprechend gefeiert. Zu Recht. Ja, das stimmt. Also natürlich zu Recht, aber wir haben es getan und das auch fand ich auch sehr gut. Und danach kam das Stadion, dass das auch nochmal gemacht hat. Nee, fand ich eigentlich. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir bei den Single Entries 12 Spieler announced haben und sogar Ryan mit? Ja, Ryan als ich glaube, das gibt es auch sehr, sehr, sehr selten. Tatsächlich. Naja, du hattest die Single Entries und dann hattest du noch, also du hattest die komplette Defense. Ja. Und dann hattest du Ryan. Und Ryan zählt nicht zur Defense. Ja, ich stehe da im Tunnel und bin im Tunnel. Also ja. Wortwörtlich. Ich habe auf den großen Auftritt hinter den Spielern gewartet. Deswegen habe ich zählen können. Schön. Ja. Gut. Dann lass uns das Spiel doch so ein bisschen statistisch beleuchten. Du hast es eben gerade angesprochen. Reese Horn, immerhin 6 Catches für 113 Yards und war dennoch unser Leading Receiver. Ja. Auch wenn er keinen Touchdown gescored hat. Ungewöhnlich. Aber tatsächlich das, was uns auch
die ganze Saison über begleitet. Wir sind halt ein Team mit vielen guten Receivern, die wir tatsächlich alle füttern. Und da muss man auch Shoutout an Jake geben. Er hat da nicht seinen Favorite Guy, ne, der, keine Ahnung, 15 Catches pro Spiel macht und der Rest guckt irgendwie beim Spiel zu, sondern wir haben tatsächlich auch dieses Spiel sieben Receiver mit Catches gehabt. Und bevor du weitergehst, was ich auch noch sehr schön finde, weil die beiden bei uns auf der Couch waren, die Schumbrüder und Norman vor allen Dingen. Oh ja, das stimmt. Wenn wir gleich ins Video einsteigen, dann sieht man auch, und das hat Norman bei seinem ersten Touchdown in der Saison schon mal gezeigt, dieser brutale Wille zu scoren kurz vor der Endzone. Ja. Weil man sieht tatsächlich, dass er sich bei seinem ersten Touchdown nochmal wieder schön Schulter nach unten runter tief und den Willen zeigt, dort zu scoren. Also wirklich auch ein schönes Play von ihm. Jetzt haben wir über die Receiver schon mal gesprochen. Du hast angesprochen, Lorenz Regler mit 7 Catches für 90, 3 Touchdowns. Ja. Norm, 5 Catches, 2 Touchdowns. Kevin Wamba war mit 4 Catches schon zur Halbzeit mit 61 Yard Leading Receiver. Die haben sie ja auch nicht runtergebracht. Ja, tatsächlich, und hatte sehr, sehr schöne Catches. Der eine hat mich als sein Coach sehr, sehr geärgert, dass er da den Ball nicht reinbekommen konnte in der ersten Halbzeit. Ich auch nicht. Haben wir im Training, ich weiß nicht, wie oft completed. Und da hat es leider nicht funktioniert. Da waren wir nach dem Spiel ein bisschen, hat uns ein bisschen geärgert, weil wir streben ja schon irgendwie Perfektion an. Ja, ist doch richtig so. Und das nagt so ein bisschen an ihm. Nichtsdestotrotz fand ich es wieder schön, wie viele Milano-Spieler es brauchte, um ihn zu stoppen. Jedes Mal. Das ist definitiv jedes Mal wieder so der Fall. 3-4 Leute dran und er läuft. Und das macht ihn tatsächlich. Finde ich sehr schön. Macht ihn einfach sehr, sehr sympathisch. Und wenn man einfach auch sieht, was er im Training für eine Arbeit reinsteckt, belohnt er sich und das Team Spieltag für Spieltag. Also von daher. Ja, und ganz besonders freut es mich, wenn wir jetzt in die Abteilung Rushing gehen. Und wir hätten ihn gerne hier gehabt, Sam Shen. Die wenigsten wissen es, der Junge hat schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und gehört nicht mehr zu den Jungspunden, auch wenn man es ihm im Gesicht nicht ansieht. Aber bei uns ist er neu. Bei uns ist er tatsächlich neu. Genau. Aber tatsächlich ist er schon 34 Jahre alt. Der ist älter als ich. Ich? Das hätte ich auch nicht gedacht, um ehrlich hat, zu sein. Hat in diversen Mannschaften schon richtig geballt, zu GFL-Zeiten noch. Ich habe gegen ihn schon selbst gespielt, also noch du gespielt. Du hast gegen ihn gespielt. Ja, da war er noch jung, ich schon alt. Ja. Das hast du jetzt und, gesagt. Und ist Fakt, ich kann es nicht wegdiskutieren. Ich kommentiere das nicht. Und ist tatsächlich, hat damals schon für Kopfschmerzen gesorgt, wenn man gegen ihn spielen musste, weil er da schon Leistung immer gezeigt hat. Hast du ein bisschen was von seiner Historie? Ich kann dir keine Stats sagen. Ich weiß, dass er lange Zeit bei den Stuttgart Scorpions zum Beispiel gespielt hat. Okay, das ist doch mal, dass man ein bisschen weiß, auch, woher. War dann auch in der ELF nochmal bei der Search. Mhm. Und wie du eben gesagt hast, das erste Jahr jetzt bei uns. Hat ein bisschen auch mit seiner Gesundheit zu kämpfen. Ich meine, er ist 34 und hat schon ein bisschen Football hinter sich. Ja. Sieht so auch noch aus wie ein Vollathlet, aber da zwickt der Hemi mal hier, zwickt der Hemi mal dort. So ist es halt in älteren Footballjahren. Aber wir haben ja schon seine Gefahr aufblitzen sehen. Er hat ja einen riesen Touchdown-Lauf schon. Ja. Das war sein erster Touch in der Saison, gleich für so einen langen Touchdown. War das nicht fair? Und es war, war das fair? Ich glaube, es war fair. Nee. Nicht? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall durch. Um ehrlich zu sein. Aber es war wirklich ein sehr, sehr schönes Ding. Und jetzt hatte er 12 Carries für 107 Yards. Also von daher auch. Als Running Back ist er so ein bisschen die magische 100-Yards-Marke. Da hast du ein richtig gutes Spiel gehabt und hast richtig gut abgeliefert. Und wenn du jetzt mal sein Average anguckst mit 8,9 Yards pro Lauf. Ist okay. Chapeau, kann man mal machen. Wollte ich sagen. Aber auch, dass wir in der Offense
für 219 Yards total rushen. Ist eher ungewöhnlich für uns. Ist eher auch ungewöhnlich und ja, tatsächlich. Hat es funktioniert, war sehr gut. Haben die Jungs richtig Gas gegeben. Shoutout auch Sino, ich hoffe, du guckst heute zu. Sino hat uns auf Running Back ausgeholfen, weil bekanntermaßen Thomas Fischbach noch nicht gespielt hat, Nick Kaufmann hat nicht gespielt, nee, mit Blessuren. Also musste Sino aushelfen und hat das auch sehr, sehr gut gemacht. 2 Carries für 42 Yards. Kann man auch mal machen. Wollen wir sagen. Na? Wollen wir mal in das Spiel eintauchen und so uns so ein paar gerne. Spielsituationen angucken. Außer natürlich, wir haben noch Fragen irgendwie aus dem Chat oder sowas. Nö, bis jetzt nicht. Okay. Einfach, es wurde gesagt, wie dass Kevin Mamba echt eine Maschine ist. Zitat ja. Ende. Ja. So, da sehen wir den ersten Touchdown. Nee, und du hattest vorhin angesprochen, du hattest zwar den zweiten Touchdown gemacht, aber auch hier sieht man, dass Jake tatsächlich sehr, sehr mobil aussieht. Hier eigentlich ziemlich viel Zeit auch in der Pocket hat. Jetzt geht los. Läuft und jetzt auch hier der kleine Hurler. Das hat sich nochmal schön im Weg gestellt. Auch sehr, sehr gut. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, okay, hat 21, 22, findet keinen Anspielplatz. So, jetzt hat er den kleinen Hurler, lässt ihn aussteigen. Und Rees, sehr, sehr gut. Und andere, die vielleicht nicht so football-smart sind, gehen dann nochmal irgendwie an den Rücken, kriegen sofort eine Flagge. Rees shieldet einfach wie beim Basketball und stellt sich so einfach in den Weg. Wie ist das? Vielleicht kannst du mich dann kurz mal aufgleisen. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, wann darf man sich einem Gegner in den Weg stellen? Naja, du darfst generell dich immer einem Gegner in den Weg stellen. Die Frage ist, wie machst du das? Ja, und du siehst hier, Stopp. Noch nicht. So, noch sehen du siehst nicht. Jetzt hier, noch sehen wir es immer noch nicht. Jetzt siehst du hier das ganz gut. Rees guckt Jake an und sieht, was er macht. Ja, so. Jetzt kann er ihn natürlich nicht irgendwie umklammern von hinten oder so, dann wäre es ein Holding. Ja. Ja, aber man sieht jetzt, dass Rees sich ja in den Weg stellt, aber trotzdem jetzt auch die Arme einfach so auseinander nimmt und sagt, oh, ich mache nichts, aber ihn wie beim Basketball gewissermaßen ausblockt und somit im Weg steht. Ja, ja, so, und vor allen Dingen auch die Sicht dem Verteidiger hinten hier einfach nimmt, der jetzt um die Ecke guckt und Jack nicht mehr findet. Ja, also sehr football smart dort. Kommen wir zum nächsten Play. Zack. Und hier habe ich eigentlich gedacht, so, okay, alles klar, lass uns First Down bekommen. Ja. Zack, und jetzt sieht man hier, also ganz ehrlich, die 33 sieht hier aus wie als würde ich da stehen. Ja, also, wer ist denn jetzt wenn man mal den Unterschied im Speed sieht, das ist jetzt schon das nächste, irgendwie. Ist das? Genau, muss so zurück. Ich entschuldige mich. Und wenn man jetzt einfach mal sieht, da kommt die 33 und Jack, einfach nochmal den Turbo gezündet und jetzt hier auch den Willen. Den Spin-Move hast du, glaube ich, vorhin gemeint, ne? Ja, genau. Also sehr, sehr athletisch und klar, wir als Coaches denken immer so, oh nein, Jack, ja. da stockt einer so ein bisschen immer der Atem, wenn sein Quarterback auf Reisen geht. Aber, Und jetzt sieht man hier so, wo ist die dran? Oh nein, zu langsam. Also der hat aber schon vorher angefangen mit dem Drehen. Zur tänzerischen Einlage, Hanna, das musst du bewerten. Das könnte man tatsächlich nochmal gucken, aus den Highlights. Die tänzerische Einlage? Ja, vor allen Dingen die Touchdown-Celebration. Ja, diese Fliege fand ich auch sehr seltsam. Die Touchdown, die Fliege ist auf dem Highlight-Tab einfach drauf. So, und jetzt zack, Lorenz auch. Nein, du machst keine Touchdown-Celebration. Doch? Wir haben einen Touchdown-Tanz. Ja. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Wollt ihr das jetzt erst klären? Oder? Das finde ich jetzt ein bisschen hart. Also, ich hoffe, alle Fans, die im Stadion waren, denen ist es aufgefallen. Wir gucken uns jetzt gleich den nächsten Touchdown an. ja, Charlie, schon okay. Das hattest du für okay, das klären wir später, wenn wir offline sind, okay? Ja. Weiß ich jetzt nicht. Liebe. Sieht man tatsächlich, du hast es vorhin auch angesprochen, dass Jake in der Pocket auch sehr, sehr mobil aussieht. Und jetzt einfach auch nochmal Lorenz findet. Und Yards after Catch, Lorenz Regler,
Sehr, sehr schöne Moves, schön bewegt. He got the moves. Trigo schon wieder. Das war der erste. Im Jordan. Für den Tag. Oh, da sieht man euch kurz am Feiern. Ja, sehr gut. Ja, gut. Da sieht man einfach, ja. Und das war Sino. Da hat Sino das erste Mal, ich hab ihn ja vorhin angesprochen, dass er als Running Back ausgeholfen hat und nicht nur, dass er den Ball bekommt, sondern auch hier in der Protection. Und da sieht man hier Sino ein bisschen durch die Gegend fliegen. Schöner Versuch des Blockens, aber er hat sich einfach geopfert. Ja, aber es hat ja funktioniert. Hat funktioniert. Das ist es ja. Das ist ja wie im Weg rumstehen. Sieht nicht schön aus, funktioniert aber. Und hier sieht man schön, dass Lorenz wirklich den Ball schön protected. Da, Sino, schön. Hier dann nochmal probiert, der 22er ist, glaube ich, auf den Ball zu schlagen. Bupp. Und da darf ich auch kurz was erzählen. Da ist es ganz wichtig, im Spiel Rheinfeier gegen München hat nämlich Glenn Tonga kurz vor der Endzone schon, rausgeschlagen bekommen. Schon gefeiert. Bedeutet? Es leckt schon die ganze Zeit hier. Okay, das heißt, wir sind offline? Weiß ich nicht, funktioniert er? Hier steht Verbindung zum Chat, wird geladen. Lest ihr uns noch? Flagge. So, hört ihr uns noch? Hört uns keiner. Warte, die Leute schreiben aber irgendwas. Red Flagge. Ja, dann warten wir mal kurz. Hat eben auch das. Verbindung zum Chat. Willkommen im Chat jetzt. Geht wieder? Nee, bei mir nicht. Ja. Also der Chat funktioniert. Also hört man uns wieder, gibt uns vielleicht nochmal ein kleines Daumen hoch, Daumen hoch, Daumen runter. Vielleicht nochmal die Seite. Jetzt läuft es bei uns wieder. Einmal neu laden, dann passt das. Ja, ja, genau. Okay. Dann einmal kurz neu laden. Everybody but the video stream, aber Chat geht trotzdem. Passt wieder. Okay, super, dann sind wir wieder da. Lag irgendwie an Twitch. Sollten wir nicht wieder da sein, werden wir das ja. Ja? Kriegen wir das auch Kriegen wir hin. Wir waren stehen geblieben bei Lorenz. Ja, ich habe Lorenz gerade gelobt dafür, dass er den Ball kurz vor der Endzone protected hat, weil im Spiel Rheinfire gegen Ravens hat Glenn Tonga ein bisschen zu früh angefangen zu feiern und hat den Ball aus der Hand geschlagen bekommen. Und tatsächlich wurde es als Fumble gewertet und war kein Touchdown. Gut, sie haben danach gescored, aber trotzdem, es geht ums Prinzip der Ball-Security. Aber das sind genau die Dinge, die es eben auch ausmachen können. Absolut. Von daher. Vollkommen zu Recht. So. Bild steht, weil wir noch nicht weitergemacht haben. Wir haben auf euch gewartet. Ja, genau, richtig. So, jetzt müsste ich es wieder bewegen und wir kommen zu unserem nächsten Score. So, Bob wieder hinten raus, sehr mobil, wie du schon gesagt hast, und einmal und wieder in die schöner Catch von Lorenz. Tatsächlich hat es da ein bisschen länger gedauert, bis Jake den Ball aus der Hand bekommen hat. Aber auch da, und ich möchte unsere Olan mal lobend erwähnen. Gute Protection. Da wäre Kevin in den Flats auch gewesen. Also entsprechend gut aufgestellt. So. Und jetzt ein sehr, sehr schöner Lauf. Und da habe ich Sino angesprochen. Da sieht man einfach den Receiver in ihm, wie er die Yards auf der Catch normalerweise macht. Aber tatsächlich schöner Burst. Schön die Lücke gelesen. Schöne Blockarbeit von der O-Line. Gutes Ding. Auf jeden Fall. Da stand es noch 32-0. 32-0 der Score. Schöne Route. Und das habe ich vorhin angesprochen von Norm. Ja, weil das hat man tatsächlich auch das letzte Mal schon gesehen, aber bei seinem ersten Touchdown in der Saison. Wenn man jetzt sieht, okay, er hat eigentlich zwei Defender vor sich und er ist jetzt so auf der 4-5-Yard-Linie und eigentlich kann der Defender noch einen Tackle machen. Ja. Und wenn man jetzt gleich sieht, was Norm macht, er geht nach unten, nimmt den ganzen Schwung mit. Ich glaube, das wird gleich nochmal gezeigt, wie er runtergeht. Genau, nimmt den ganzen Schwung mit aus der Route auch. Ja, andere Receiver stoppen da ein bisschen ab und haben ein bisschen Angst vor dem Kontakt, aber nicht Norm. Ja, und jetzt kommen wir halt zu so einem Lucky Play. Ja. Passiert im Football immer wieder. Wir gehen hier für die Interception.
wenn ich das richtig sehe, ist es Sebastian Brandt, der ja auch schon einen Pick 6 hatte, eigentlich sehr, sehr gute Hände hat. Der flutscht ihn in dem Fall leider durch und Hut ab an den Mailänder-Spieler, der tatsächlich dann noch die Awareness hat und dann von dem Drop irgendwie profitiert. Ach, guck mal, da laufen die Tiere wieder vorbei. Und sich freut. Ja. Ja, aber man muss ja auch sagen, ich meine, als wir in Mailand waren, hatten wir auch entsprechend Probleme. So, also das bedeutet auch wieder, Mailand ist jetzt kein Team, das man einfach abschreiben kann. Und wie du schon gesagt hast, auch die haben Spieler, die haben definitiv Talent. Ja, also sie haben definitiv Talent und die Jungs haben Herz gezeigt. Man hat aber trotzdem auch gesehen, dass die Mailänder Spieler relativ schnell müde waren. Also gerade wenn man sich die D-Line angeguckt hat von Mailand, die haben teilweise schon Mitte des ersten Quarters die Hände aufs Knie gelegt und haben tief gepumpt. Und den Eindruck hatte man bei uns überhaupt nicht. Ja? Ja. Und das habe ich auch schon öfter hier in der Purple Lounge angesprochen. Wir sind ein Vier-Quarter-Football-Team. Ja? Ja. Und das macht uns dieses Jahr tatsächlich besonders und gibt uns auch Confidence für die großen Spiele, die da jetzt kommen. So, jetzt steht es 39-7 Michis auf dem Feld. Und man sieht tatsächlich auch, dass Michi sehr, sehr smart ist und dass die Receiver, in dem Fall aber auch der Center, ordentlich reagiert. Man sieht hier ein Free Play für uns. Michi hat einen guten Arm und da siehst du Reese, wie Reese halt ist. Tiefe Route, sichere Hände. Absolut. Und jetzt kommen wir zu dem Play, was du vorhin angesprochen hast. Jetzt sehe ich auch. So. Und jetzt, wunderschön, dass wir da einen Touchdown gescored haben. Und ich als ehemaliger Footballspieler verstehe auch die Intention dahinter, ein Play machen zu wollen. Ja. Und irgendwie zeigt es auch, dass er ein Baller ist und den Ball irgendwie completen will. Aber wenn man jetzt sieht, wirft er unkontrolliert? Ja. Ist es gefährlich? Und jetzt gucken wir mal hier bei Lorenz. Das sind zwei. Ist es gefährlich? Definitiv ja. Was passiert, wenn der Mailänder Spieler ein bisschen smarter und ein bisschen schneller ist? Guckt euch mal das hier an. Der nimmt das Ding und ist durch. Der nimmt das Ding und läuft für 6. Ja. Und jetzt stellt euch vor, keine Ahnung, das ist ein entscheidendes Spiel. Das bezahlst du mit einem Pick 6. Ja. Und in dem Fall ist es gut gegangen, da haben wir Glück gehabt. Ist es ein smartes Football-Play? In Coaches Augen? Nein. Ja. Und deswegen, ja, ich freue mich für Michi, dass er da die Eier auf den Tisch gepackt hat und den Baller ausgepackt hat. Und mich freut es für Lorenz, dass er gescored hat. Und mich freut es für alle Fans. Aber da müssen wir vielleicht ein bisschen smarter sein und einfach den Sack dann einfach nehmen. Ja, oder wir müssen den Ball probieren, irgendwie noch out of bounds zu werfen oder so, dass ihn halt keiner bekommt. Weil wenn der DB hier ein Athlet ist und ein guter ist, geht das in die andere Richtung. Ja, vor allen Dingen wäre Norman auch... Sieht man es halt, wie später den Ball los wird. Okay, das war natürlich schon... Krasser Wurf. Aber hey, muss man ihm geben. Und jetzt kommen wir zum anderen Baller, der das tatsächlich schon öfter gemacht hat. Ich weiß, wenn jetzt unser Special Team Coordinator, hallo Jörn, dazu guckt, kriegt er die absolute Vollkrise. Ich weiß, dass die Jungs jetzt gerade zusammensitzen und ein Special Team Meeting haben um 20.30 Uhr und wahrscheinlich auch über dieses Play sprechen. Aber muss sagen, als Returner überragenden Job gemacht. Der arme Junge hat erstmal 2 Minuten danach auf dem Boden gelegen und hat keine Luft mehr gehabt. Muss man schon sagen. War das der Touchdown? Gutes Play gemacht. Das war wirklich ziemlich gut, das habe ich sogar auch gesehen. Aber wie ich auch sagte, also Special Team ist ein super, super, super wichtiger Faktor, gerade in engen Spielen. Und da darf es uns im Special Team, darf sowas nicht passieren. Aber wenn du auch sagst, dass es uns nicht passieren darf, was
haben wir denn da gesehen? Oder gab's ja, wir können uns das Player mal angucken. Also ich bin kein Special-Team-Guru, so wie es unser Jörn ist. Aber sicherlich waren da irgendwelche Busts in der Coverage, in der Abstimmung. Wir können mal gucken, wir verpassen wahrscheinlich Tackles. Wir haben zwei Stück, drei Stück, die hinten so sind. Und vier. Hier verpassen wir gleich, wir sehen unsere 45, ja, die eigentlich einen freien Schuss hat. Da sieht man, wir springen am Tackle vorbei. Vorher hat Ryan probiert als Kicker. Im letzten Spiel hat er noch ein gutes Tackle gehabt, hier verpasst er ihn leider. Wir haben da zweimal die Möglichkeit, das Tackle zu machen, kriegen es nicht hin. Wir sind, oh, da war es Ryan, habt ihr ihn gesehen? Oder soll ich nochmal zurückspringen? Nee, also. Ne, da probiert es Ryan nochmal. Links außen jetzt. Da kommt Ryan. Guckt sich das an. Ja, da. So, und jetzt da sind wir natürlich auch den zweiten weg. Dadurch. Und dann ist einfach Speed Kills. Ja. Ärgerlich. Ärgerlich. Ja, Block in the Back ist immer so eine Sache. Im Special Team gern geworfen. Manchmal halt definitiv nicht. Ja, ich sehe da jetzt kein großes, naja, stolpert DJ da. Gestolpert sein. Sieht mir eher nach Stolpern aus. So, und jetzt kommen wir nochmal zum guten Play unserer Defense. Hier, da ist Taslim, wie er den Ball recovered. Komm schon, Taslim. Im Training bist du ein Athlet. Letzte Woche hatte ich Kevin noch so gelobt für deine Athletik. Und jetzt, ups, Mist, ey, jetzt tut mir mega leid, ey. Jetzt kriegst du den Ball nicht aufgehoben. Komm schon, es wäre ein Touchdown gewesen, Taslim. Was man aber auch dazu sagen muss, unsere Defense hat bös viele Sacks gemacht. Sie haben gut gespielt. Richtig, absolut richtig gut. Absolut gut. So, und hier? Zack, nochmal den zweiten verschoben. Norm nochmal auf dem Slant getroffen. Relativ einfach auch für Michi, der das Ding schön liest, schön reinzimmert. Dankeschön. Ja, und das war's. Alles in allem, glaube ich, ein sehr erfolgreiches Spiel für uns. Auf jeden Fall. Es wurde ja viel gesagt von wegen, ja, dass sie sehen es knapp und wir hätten Probleme so gehabt und das wird sich wiederholen. Wir kommen mit dieser High-Powered Offense von Milano nicht klar. Aber ich glaube, in dem Spiel haben wir gezeigt, was wir können und haben es sehr, 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 sehr deutlich gemacht. Von daher abhaken und off to the next one, würde ich sagen. Ja. Off to the next one heißt. Wollen wir uns Hamburg angucken? Wollen wir uns erstmal die Conference angucken? Können wir auch. Das Conference Standing und können dann vielleicht über ein potenzielles Playoff-Picture kommen, gucken, bevor wir. Können wir auch so machen, klar. Ja? Dann gehen wir doch mal in die Easter Conference. Unangefochten an 1 mit 10-0 die Vienna Vikings. Das wird den auch keiner mehr nehmen. Nope. Und dann reden wir über. Bleiben wir doch gerade in der Conference, dann gehen wir nämlich gerade von Conference zu Conference und gucken uns da den Conference-Zweiten an. Und wie wir da gesehen haben, haben die Panthers der Berlin Thunder den Platz weggenommen. Ja, bei einem Spiel jetzt mehr tatsächlich. Ja, ja. Wir können ja gleich mal auf das Restprogramm gucken. Lass uns das doch gerade mal machen. Ja, dann muss ich hier kurz mal, warte mal. So, da haben wir die Panther nämlich dann nur noch mit einem Spiel. Bei den Enthroners. Bei den Enthroners. Und ich glaube, da muss man keinen. Das sollten die Enthroners leider nicht mehr. Das glaube ich auch. Und wenn wir jetzt gucken, wen Berlin spielt. Berlin hat quasi auch Hamburg. Eine Bye-Week und kriegt da den Sieg quasi geschenkt. Das heißt. Und spielt dann aber noch gegen Hamburg. Und. Das wird interessant. Das ist sowieso eine Frage, die ich kann ich auch jetzt stellen. Hamburg ist raus. Hamburg ist raus, ja. Aus dem Rennen. Auch sehr krass, wenn man über die letzten 2 Jahre nachdenkt.
Weiß ich nicht. Schweigen. Lass uns über was anderes reden. Okay. aber auf deine, ich glaube, ich kenne deine Frage dazu. Also nein, ich glaube nicht, dass Hamburg irgendwas abschenken wird. Ich glaube, dafür ist dieses... Das wäre nicht, also geht in die richtige Richtung, das ist aber nicht meine Frage. Eine Frage wäre gewesen, oder ist sie immer noch, wie spielt man gegen ein Team, das nichts zu verlieren hat? Am Ende haben wir schon mehr Spiele dieser Art gespielt. Ja, irgendwie als Galaxy haben wir immer irgendwie so ein bisschen damit zu kämpfen. Jeder ja. will die Galaxy schlagen, weil die Galaxy einfach noch ein großer Name ist. Ja. Wir sind der erste Champion der Liga und jeder möchte auch gerade bei uns zu Hause in der Purple Hell uns irgendwie ein Bein stellen. Ja, klar. Und man hat immer das Gefühl, egal wer kommt oder wo wir hinfahren, die Mannschaften geben immer noch mal 20% mehr ja. Ja, und sind immer noch motivierter. Also das ist so ein bisschen, da haben wir so ein bisschen irgendwie so eine Zielscheibe auf dem Rücken. Ja, und so wird es auch mit Hamburg sein. Ja? Ja, also wenn man sieht, Galaxy Hamburg, das hat ja auch eine Geschichte aus der NFL Europe. So, ja? Und wir haben die Spiele im vorletzten Jahr gesehen, das waren knappe Spiele. Ja? Und Hamburg hat mit uns eine Rechnung offen, weil wir den quasi den ersten Championship genommen haben. Naja, also wenn man ehrlich ist, haben sie sich selber genommen. Fakt. Ja, gut, okay. Sie hatten noch die Chance. Ja, okay, alles klar. Ihr sagt zu mir, ich soll das Thema nicht anfangen. Ja. Ich darf, ich bin Fan. Also, ich glaube tatsächlich, dass wir dort auf eine Hamburger Mannschaft treffen werden, die auch wieder super motiviert ist. Ja. Sie wollen zu Hause nicht schon wieder geschlagen werden. Ja, sie haben jetzt ihre erste Niederlage zu Hause kassiert. Da sind sie bestimmt auf Wiedergutmachung aus. Von daher denke ich, dass es auch ein super schweres Spiel sein wird. Ja. Ja, definitiv. Ja, einfach wird es definitiv nicht. Nee, und natürlich wollen sie auch am Ende der Saison dann irgendwie noch das Zünglein an der Waage vielleicht sein, wenn sie gegen Berlin spielen. Ja. Und die Möglichkeit haben sie. Ja, definitiv. Also das wird, wenn zwei, auf jeden Fall aus der Sicht von Hamburg oder von den Hamburg-Fans, zwei sehr interessante Spiele. Ja, und tatsächlich, wenn Hamburg Berlin schlägt und wenn Wroclaw das Spiel gegen Ferevan gewinnt, ja, dann gehen die Panther in die Playoffs. Ja. Und ja, irgendwie glaube ich dran. Ja. Ich glaube dran. So, gucken wir uns die nächste Conference an. Und bevor wir unsere eigene, ich glaube, wir gehen in die Central Conference. Ja, hätte ich auch gesagt, ja. Und da sieht man im Moment die Stuttgart Surge als Tabellenführer und zweiter die Raiders aus Tirol. Rein theoretisch wäre es jetzt noch möglich, dass München auch noch in die Playoffs rutscht, aber da muss schon brutal viel passieren. Ja. Die klammere ich da so mal ein bisschen aus. Und wir können uns auch hier einfach mal die restlichen Spiele angucken. Mhm. Ja, und da kommen wir noch zum Topspiel der nächsten Woche, ja, mit Stuttgart in Tirol. Ja. Das Hinspiel ist ja auch super knapp ausgegangen. Und ich glaube, da sind ein paar Tiroler, die noch eine Rechnung offen haben. Absolut. Und definitiv nochmal einen Weg zu laufen haben. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, wen ich tippe. Das entscheide ich jetzt in den nächsten 5 Minuten. Im letzten Spiel ist davon auszugehen, dass Stuttgart zu Hause die Helvetic Guards schlägt. Das ist korrekt, ja. Und jetzt müssen wir mal zurückgucken. Und die Raiders spielen im letzten Spiel in Mailand. Also da wird... Leicht wird es nicht. Ist nicht leicht, ja. Und spannend, was jetzt passiert beim Spiel einfach in Tirol. Ja. Und das wird tatsächlich eventuell, wir können gleich nochmal über das Playoff-Szenario sprechen, wird für uns sehr, sehr interessant, wer da Erster und wer da Zweiter wird. Weil Stand jetzt ist es ja so, dass wir Zweiter werden. Ja. Wenn wir jetzt am Wochenende in Hamburg gewinnen sollten, wovon ich ausgehe, haben wir auch das Heimrecht in den Playoffs. Ja. Damit wären wir der Nummer 4 Seed, ja. Nicht der Nummer 3 Seed. Da gibt es ja viele Fragen auch da draußen, weil der Conference Champion ist, egal mit was für einem Record du Conference Champion wirst. Das ist so simpel. In der NFL aber auch. Ja, genau. Der Conference Champion geht immer vor
Den zweiten aus dem anderen, anderen aus der Conference. Wann hatten wir das denn? Vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren? Bei denen der eine Conference-Champion irgendwie mit irgendwie 6-6 oder 12-12 oder sowas da rausgegangen ist. Und man sich gedacht hat so, aber der darf doch gar nicht in den Playoffs. Doch, er ist Conference-Champion. Genau. Und das ist die allererste Regel. Genau. Der erste in der Conference ist weiter. Und danach kommen die beiden bestplatzierten Zweiten. Und zwar gegeneinander bestplatziert. Ich glaube wirklich in der Spiel-Story. Und dann noch einmal eine Wildcard oder zwei. In unserem Fall wäre es jetzt so, Stand jetzt, würden wir zu Hause gegen die Tirol Raiders spielen. Genau. Und im zweiten Wildcard-Spiel würde spielen die Stuttgart Surge gegen die Wroclaw Panther. Genau. Das wäre Stand jetzt der Fall. Wenn wir das Ding dann weiterspinnen, würde, wenn wir jetzt gegen die Tirol Raiders gewinnen würden, ja, und sich dann potenziell der höhere Seed, also Stuttgart, durchsetzen gegen die Raiders, müssten wir im Halbfinale nach Duisburg fahren. Ja. Und die Stuttgart Surge fährt nach Wien. Ja. Soll ich jetzt mal meine Prognose raushauen? Mach mal. Ja. Mich würde es interessieren, ne? Ja. Okay. Gut. Die Glaskugel. Die Glaskugel. Soll ich sie auspacken? Ja. Okay. Wir gewinnen die letzten 2 Spiele. Aha. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob wir mit 25 Punkten gewinnen gegen Rheinfeier, was äußerst schwer wird. Angenommen, wir werden Zweiter. Okay. Angenommen, wir werden Zweiter. Ja. Und gewinnen, ich sag mal, ganz knapp nur mit 20 Punkten, werden wir Zweiter. Haben dann ein Heimspiel zu Hause gegen die Raiders. Mhm. Gewinnen das. Ist schon fix gegen die Raiders? Stand jetzt. Okay. Mhm. Ich gehe davon aus, dass das... Es hängt wieder. Hängt wieder. Ach du je. Liegt es an meiner Glaskugel? Die Bambusleitung. Ja, alles entspannt. Ey, die Dinger, die ja, pieksen mit voll rein. Hast du die? Ich hab nicht diese. Die Überzieher? Überzieher. Bitte Twitch neu laden. Please. Vor allem, wir verlieren halt jedes Mal die Views, logischerweise. Das ist korrekt. Aber das interessiert Twitch nicht. Heute sind sie aber wirklich sehr niedrig. Geht nicht. Ja, weil wir 3 Wochen lang auf Instagram unterwegs waren. Und also bei mir lädt auch gerade nichts. Da müssen wir einfach ein bisschen warten. Wie viele Views haben wir denn heute überhaupt? 60. Das höchste war eben mal 75, glaube ich. Also okay. Also bei mir lädt es auch überhaupt nicht. Das Internet hängt oder ich weiß nicht, was es ist, aber es hängt auf jeden Fall. Chat geht aber. Bei mir lädt gar nichts. Nehmen wir denn grundsätzlich weiter auf? Ich babbel hier. Okay, nehmen wir aber trotzdem gerade auf? Okay, weil dann würde ich sagen, reden wir einfach weiter. Genau. Laden das dann einfach hoch als Part 2. Und also Freunde, ihr habt gerade gehört, was ich gesagt habe. Wir waren heute nicht so viele. Nächstes Mal wieder ordentlich Werbung machen auf Social Media. Yay. Also. Dann würde ich das sagen, dann machen wir das so. Also, meine Glaskugelprognose. Ja. Ja? Bitte. Wir gewinnen zu Hause gegen die Raiders aus Tirol. Mhm. Und jetzt kommt's. Stuttgart Surge gewinnt nicht zu Hause gegen die Wroclaw Panther. Damit wären wir in Wien. Damit würden wir nach Wien fahren. Und die Panther zu Rheinfeier. Und die Panther würden nach Duisburg fahren. Ja. Und wir sehen Rheinfeier im Finale in Duisburg wieder. Das klingt nach einer spannenden Glaskugel. Ich sag's euch, es wird so passieren. Da bist du aber sehr überzeugt. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Also, ich nagelt mich fest. Hot Take für heute. Das wird der Road nach Duisburg zum Finale. Dann lass uns doch noch ganz schnell jetzt, bevor wir heute die Sendung beenden, ja, die tatsächlich durch die 2 Störungen jetzt doch ein bisschen länger dauert, ja, einfach nochmal den upcoming Schedule
Wir sind wieder da. Bei mir lädt's nicht. Nee, sieht doch auch nicht so aus. Sieht nicht so aus. Schreibt dann auch keiner. Okay, dann lass uns einfach weitermachen. Mit den Spielen. Mhm. Und ich glaube, da können wir bei den meisten Spielen relativ schnell durchgehen. Die Enthroners in Wien. Ich glaube, da geht jeder mit Wien. Nein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hanna nickt. Die Ravens in Mailand. Ich sag die Ravens. Ich sag Mailand. Oh, okay. Es ist ein Heimspiel für Mailand. Ja. Und wir wissen uns, wie schwer wir uns... Ich glaube, ich sag auch Mailand. Wir wissen uns, wie schwer wir uns in Mailand getan haben. Ah, willkommen im Chat, das klingt gut. Ja, hier scheint es wieder zu funktionieren. Okay, willkommen zurück. Ja, willkommen dann zurück. Sind wir im Bewegtbild? Hallo. Wir sind im Bewegtbild. Wir sind jetzt aber schon mal weitergesprungen. Bevor wir kurz weiterspringen. Der Hot Take vom Flo. Einmal kurz abreißen. Nicht drauf eingehen, nur abreißen. Okay, dann haue ich meinen Hot Take nochmal raus. Wir spielen im Heimspiel gegen die Raiders aus Tirol. Wir schlagen Tirol. Ja. Im zweiten Wildcard-Spiel verlieren die Stuttgart Surge zu Hause gegen die Wroclaw Panther. Das hat zur Folge, dass wir nach Wien fahren ins Halbfinale. In Wien natürlich wegklatschen. In Wien gewinnen und dann gegen Rheinfeier in Duisburg uns zum Finale wiedersehen. Da, wo die Saison angefangen hat, da beendet sie. In Wien gewinnen wir auch hart. Nein, wir werden hart gewinnen. Der Satzbau war falsch. Es wird hart, ja, du hast recht. Es wird wirklich ein hartes Stück Arbeit. Aber wir werden dort Wien ausschalten und werden dann die Saison beenden, wo wir sie angefangen haben, mit einem anderen Ergebnis und werden Champion. Also, von daher, das ist mein Hot Take für heute. Gibt es neue Ringe. Schön. Bin gespannt auf euer Feedback, ob ihr diesen Hot Take so unterschreibt. Ja. So, weitere Prognose für die Woche. Also, ich hatte ganz klar Wien, wir waren uns einig, Wien gewinnt zu Hause gegen die Enthroners. Bei der Partie München in Mailand waren wir uns uneinig. Ihr zwei geht mit Mailand, ich gehe mit den Ravens. Ja, allein dann wegen gegebenenfalls Moskitos. Barcelona in Paris. Barcelona in Paris, Paris, deutlich. Paris, ganz klar. Ja, ich denke auch Paris. Prag Lions at Cologne Centurions. Und da gehe ich mit einem Heimsieg für die Kölner. Ich auch. Ja, ich muss aber sagen, ich habe mich auch nicht dieses Jahr nicht so viel mit Prag beschäftigt, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, Köln am ehesten, aber... Nachdem Prag diese Leistung in Verherwa gezeigt hat und Verherwa vorher das Schlusslicht der Liga war, ganz klar mit Köln. Und die Kölner sind zu Hause motiviert. Rheinfeier at Helvetic Guards. Das wird hässlich. Rheinfeier mit reichlich. Ja, ich denke auch. Ja. Das wird nochmal unangenehm. Und dann Frankfurt Galaxy gegen die Hamburg Sea Devils. Naja, ist so. Müssen wir, glaube ich, nicht. Offensichtlich die Galaxy. Nicht tippen. Da gehe ich mit einem Sieg für uns raus. Ja, dann ich hoffe, ihr habt den Hot Take für heute trotzdem noch mitbekommen. Genau. Vielleicht können wir den klippen und können ihn ja nochmal als kleinen... Regie, bitte einmal meinen Hottake klippen und vielleicht können wir ihn ja dann auf Insta irgendwie mal hochladen. Ich bin mal gespannt auf euer Feedback dazu. Mal gucken, ob ihr mit mir geht. Ja. Mutig. Yay. Mutig. So, dann würde ich sagen, haben wir es für heute geschafft. Es tut uns leid. Wir konnten tatsächlich heute für diese zwei Ausfälle nichts, weil es lag tatsächlich am Twitch-Netzwerk, Server. Gedöns. Es war nicht unsere Bambusleitung, ja? Nein, war es nicht. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, wir haben das. Wir haben doch. Das. Wir haben. Ich würde behaupten, also ich weiß, dass es so ist, aber ich glaube, das hast du vergessen. Wir haben jetzt Fan-Jerseys. Ja. Endlich sind sie da. Es hat lange gedauert. Die Liga hatte ein paar Lieferprobleme. Wie viele schon mitbekommen haben, seit Wochen kommen ja die Fragen. Man, die Fan-Jerseys, wir sind wieder raus. Okay, wir machen jetzt trotzdem weiter, weil wir ja, es wird aufgezeichnet. Es tut uns leid, wir können nichts dafür. Also die Fan-Jerseys sind da, die Nachfrage war riesig. Ich weiß gar nicht, es gibt von super vielen Spielern, ich glaube auch von Fischbach,
Lorenz, Carles, Jake, Horn, Carles. Ich habe alle gar nicht gesehen tatsächlich. Ich glaube, Ryan gibt es welche. Auch Ryan, reichlich in allen möglichen Größen, online und eben bei den Game Days. Gestern wurden sie, glaube ich, zum ersten Mal verkauft. Mal gucken, ob wir nächste Woche welche hier haben. Oh ja. Das wäre sehr schön. Dann zeigen wir es euch. Oh ja. So, ich glaube, wir müssen das Ganze jetzt heute mal beenden. Wir sollten es beenden. Tut mir leid, dass wir das jetzt so abwürgen, aber irgendwie nervt uns Twitch heute ein bisschen. Es hat mich trotzdem wieder sehr gefreut. Es war mit euch beiden wieder in gewohnter Umgebung. Vielen Dank nochmal an den Schärferraum. Ein innerliches Blumenpflücken. Ein widerliches Blumenpflücken, komischer Spruch. Innerlich. Ja. Innerlich. So, wir lassen das jetzt. Es war ganz toll mit euch. Es war schön, euch wieder zu sehen. Danke. Wir sehen uns nächsten Montag schon wieder nach Hamburg. Und ich hoffe, ich sehe euch in Hamburg. Und hoffentlich mit Gast dann nächste Woche auch. Ich bin nicht in Hamburg. Charlie, wie sieht es bei dir aus? Das werde ich jetzt nach dieser Show klären. Ich bin da. Ich bin nicht. Es fahren wieder ein paar Cheers mit. Ich bin tatsächlich da. Tatsächlich. Ich habe Fischbach gekauft. Ich habe Fischbach gekauft. Den ganzen Fischbach. Dann leihen uns doch bitte nochmal vielleicht zum Spiel aus. Wir können den auch gebrauchen. Okay. Haha. Cool. Haha. So, bevor es weitergeht, bevor es unangenehm wird. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüssi. Football. Könnt ihr meinen Hotdog bitte klippen? Und ein Auto.